Was geht ab, meine lieben Saiyajin-Freunde? Ich habe heute fleißige Unterstützung von Rico. Was geht, meine Dreiteils Broly? Und wir haben auf jeden Fall hier auch wieder eine fette, schwere Figur. Und dafür brauche ich auf jeden Fall seine Oberarme. Also holen wir das Teil mal raus. Ich bin so gespannt, ich habe noch nie so ausgepackt. Wir suchen gerade zum ersten Mal. Ich habe schon so lange immer geschrieben, aber bin nie dazu gekommen, herzukommen. Jetzt ist es soweit, jetzt sehe ich mal sowas hin. Wie ein kleines Kind fühlt sich jetzt. Ey, ist voller Traum. Ich war schon in Japan gewesen, war auch ultra geil, aber das ist nochmal. Also nicht wie Japan, ich sehe es nicht wie Japan, ne, aber hier ist schon geil. Klein Japan im Wuppertal. Ja. Willst du hochheben mit dem Bait? Boah! Ja, das sind bestimmt 50 Kilo? Ja. Das ist doch ein kleines Teil. Heftig! Seit wann bist du in der Anime-Welt unterwegs? Boah, seit ich 10 bin. Angefangen früher mit Sailor Moon, Kickers, Johnny Kamakazi Demon und Chin-Chan, Detective Conny und so die Zeit. Dann glaube ich, war es so vierte Klasse, glaube ich, bis 31. Da kam Dragon Ball jeden Tag 19 Uhr auf RTL 2. Ja, yeah, Doppelfolgen. Genau, und dann habe ich angefangen, danach dann schon auf Seiten zu gucken, Death Note und dann Code Geass, dann fing es an und immer mehr. Das bis heute immer noch. Also von 10, ungefähr von 10 Jahren bis jetzt 31 komplette Animes. Sehr gut. Also ich habe auch ein Gym mit Animes, ich habe ein Zockerzimmer in der Garage, mit Anime-Graffiti, Figuren, ein Custom-Made Itachi-PC. Hab schon, was Animes angeht, aber viel am Start. Und meine Hunde heißen Trunks und Bulma und meine Pitbulls. Aha. Ja, Mann. Geil. Muss sein, Alter. Ja, auf jeden Fall. Viel, viel besser als die Kleine. Junge, was ist das für ein Unterschied? Guck das mal an. Was ist das denn? Pack mal aus. Ja, die Bananen. Sieht ein bisschen aus wie so eine Teufelsfrucht. Die Bananenfrucht. Mal den Unterschied an. Das ist auch voll schwer. Bestimmt 3-4 Kilo. Für Haare. Geil. Das ist ja wohl noch nicht, oder? Das ist wohl geiler, oder? Meine lange Haare sind viel, viel geiler. Krank. Ja, Mann. Du hast Super Saiyan 2, Super Saiyan 1. 1, ja. 2 finde ich sieht cooler aus wie. Ja, finde ich auch. Der ist aggressiver ein bisschen. Dynamischer. Ja, Simon, endlich geschafft, ha? Haben wir geschafft. Rico, was sagst du? Auf jeden Fall eine Prozedur. Ich muss sagen, die Figur sieht ultra geil aus. Aber ich finde, diese ganz kleinen Details ist immer so das Kniffligste an der Figur aufbauen, Alter. Also das Große ist irgendwie einfach, weil das irgendwie sieht. Das sieht zwar heftig aus, die ganzen kleinen Teile, aber manchmal freue ich mich, wenn bei einer Statue nicht so viel Kleinzeug dabei ist. Wenn nur dieses große Teil ein bisschen reinstecken und so.
weil das bringt dann immer zum Schwitzen. Aber hey, krass, Digga, das, was du hier hast, überhaupt allgemein, alles ist. Ich fühle irgendwie, Digga, du fühlst ja auf jeden Fall noch mehr als ich, denke mal. Also ich fühle es mega hart, aber du fühlst noch bist auf jeden Fall mehr, du hast ja nicht sonst die ganze Figur hier. Geistig, Bruder, heftig, Mann. Sag mir, sowas reicht 30 besser aus. Guck mal, Junge, das ist einfach so ein großer Kopf. So ein großer Kopf. Wird Zeit für eine Vitrine bei dir im Gym. Aber wenn du bei mir einen Zocker zu machen, Bruder, weil sehe ich den ganzen Tag mit. Aber Gym wäre auch schon geile Motivation. Auf jeden Fall, wenn du müsstest so live sein. Oder hier, wenn du so ein Goku im Reinkommen da stehen hast. Ich glaube, für Gym, Digga, so als Goku so, und dann so daneben so hier Hanma. Muss bei, aber schön Glas drumherum machen. Ja, irgendjemand runter. Die auch mit hier Sicherheitscode und Schlüssel fließen als Rico, dein Lieblings-Dragon Ball Charakter? Meiner? Ja. Trunks. Warum gerade Trunks? Weil ich bin durch ihn, kein Scheiß, aus meiner Alkoholsuchttherapie rausgekommen. Ja, also ich war früher Alkoholiker. So. Krass. Ja, ich habe früher viel geschlagen, von 12 bis 17,5 ungefähr. Dann, mit 18 ungefähr habe ich das erst richtig verstanden, was so Animes einen übermitteln wollen. Und dann habe ich nochmal intensiv nochmal Animes geguckt. Und da ist mir halt wirklich Trunks am meisten aufgefallen von allen. Deswegen habe ich ihn auch tätowiert. Weil er ist mega lieb, er ist immer für seine Familie da, für seine Freunde da. Er ist trotzdem mega stark. Er sieht gut aus. Er wird auch immer mal so aussehen wie er, vom Fitnesskörper her. Und ich denke mal, wenn ich jetzt richtig schwellig bin, auf Bühne bin, mache auch Wecker-Bodybuilding. Sehe ich schon andersweise so aus, finde ich, denke ich schon. Ja, ja, schon wie Super Saiyajin so. Und ja. Er hat eine schöne Mutter. Ich muss auch sagen, einfach, er ist auch mal eine Inspiration gewesen, aus dem Alkohol rauszukommen. Und dann, seitdem ich 18 bin, kein Alkohol mehr getrunken. Er ist nur ab und zu mal auf 30. Geburtstag, 100. Geburtstag, so besondere Tage natürlich mal. Aber ich habe mich unter Kontrolle und das ist das Wichtigste dabei. Und ja, Mann, deswegen Trunks. Beim Vorbild. Außer Animes. Sehr und danach geil. Von Asta, von Black Clover. So ja. Muss das sein. Auf sehr geil. Ja. Die erste Prime One Dragon Ball Statue. Prime One ist ja dafür bekannt, dass die einfach mega sind in Details und so. Mega detailliert alles hinbekommen, gerade auch die Gesichtszüge. Die Statuen sind auch extrem teuer von Prime One. Hier so ein Goku kostet ja um die 2000 Euro. Ich habe den zum EK bekommen von Hanami Flower, das heißt ungefähr 500-600 Euro billiger. Darum sage ich nochmal vielen Dank Hanami Flower für diese geile Statue. Checkt auch die Seite unbedingt ab. Da findet ihr in jeder Preisklasse Figuren von günstig bis teuer. Bis halt hier zu so 2000 Euro oder teuren Statuen. Da ist für jeden was dabei. Peace.